Ja, was geht? Es ist H zu dem E mit einem neuen Video. Und zwar eine Reaktion von mir heute, 2021, wo ich 30 Jahre alt bin, eine Reaktion zu der mörderischen Jagd von 2006, 2005. Das war 2005, die mörderische Jagd 1. So. Wir hatten absolut keinen Plan, was wir da drehen sollen. Einfach irgendeine Scheiße improvisiert, irgendeine Lagerhalle reingegangen. So, dann jetzt findet hier mein Kumpel eine Waffe. Und jetzt sitze ich da. Und die Outtakes wurden drin gelassen. Klar, die Tür ist offen, aber er nimmt natürlich das Fenster. Ist ja logisch. Sucht das weiter. So, und anstatt dass ich ihm nachlaufe und ihm nachrenne, gehe ich in eine ganz andere Richtung und suche ihn. Ganz woanders, obwohl er schon längst weg ist. Hab ich das auch mal gecheckt? Tja, scheiße. Scheiße. So, erstmal ein paar Scheiben jetzt kaputt hauen. Dabei natürlich völlig spastisch ausrasten. Hauptsache einfach mal ausrasten. Coolclip.de, ja, nee, ist klar. Wir haben die Kamera angemacht, Record, und dann haben wir überlegt, was kann man drehen. Und dann haben wir improvisiert. Einfach da wird, das ist alles Szene um Szene, alles reine Improvisation. Ja. Ja, gleich der Blutspritzer mit Tomatensaft, hä? Damals wusste ich noch nicht, dass rote Betesaft aussieht wie Blut. Und stattdessen haben wir Tomatensaft genommen. Oder Kirschsaft, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sieht Blut nicht so aus. Den Film könnte man eigentlich auch nennen, nicht die mörderische Jagd, sondern so läuft das im Ghetto. So läuft's im Ghetto. Auf geheimer Mission. Ja, nee, der flüstert noch fast vor sich hin und er ist tot, ist klar. Dieser Film, dieser ganze Film, die mörderische Jagd, ergibt einfach überhaupt gar keinen Sinn. Tja, das will ich euch mal gesagt haben, ne? Und Schuss. Einfach mit der Flasche gegen die Wand gespritzt. Mir wurde in den Rücken geschossen. Da wollte ich noch was sagen. Und dann zack, aus Versehen zu weit zurückgespult. Und das dann leider überschrieben, was ich da sagen wollte. Ich denke mal, ich wollte sagen, er will zum Bahnhof. Oder so. Ja, und ich sitze ja schon im Zug drin, genau. Ah, da kommt er.
Wie die Züge noch damals aussahen. Eieiei. Der hat gar nicht gecheckt, dass ich schon am Drehen bin und weiß, da oder da. Auf einmal hat er eine Tasche, auf einmal hat er eine Jacke an. Meine Leute, was ist passiert, meine Spieler? Was ist passiert? Woher hat er diese ganzen Sachen jetzt auf einmal? Und wo ist das scheiß Maschinengewehr? So, meinte. Meinte er, er rennt sich. Der Zoom auf die Augen. Da sitze ich. Wie in so einem alten Horrorfilm. Zoom auf die Augen. Geschockt. Spannend. Ich habe auch schon mittlerweile eine Jacke gefunden. Also da, ja, als wir da abgehauen sind, muss da irgendwo eine Vergabe sein von Jacken und irgendwelchen Gegenständen. Vielleicht irgendeine Obdachlosenhilfe oder so. Ja, Spannung. Spannung, dass jetzt kein Kontrolleur da kam. Eine Riesensauerei gegen mich. Wollen ja nicht mit Kunstblut im Zug herumspritzen und die Sitze versauen. Obwohl wir beide zusammen, mein Kumpel und ich, der Jake Randolph, wie der genannt wird, Leopold Slick und Jake Randolph. So. Wir haben zusammen mal eine weiße Wand voll mit rote Betesaft gespritzt. Ja? Und damit es nicht zu nah, da war ich 14. Ja, das war diese Zeit so. Haben wir die ganze Zeit voll mit roter Bete nass gespritzt. Und damit ich da keine Anzeige bekommen hätte, da war ich nicht gespritzt, musste ich gerade dann weiß streichen. Ich will jetzt nachzeigen. So, die Mutter von 3 Info, die ist nur von der PlayStation 1, 2, 3. War sie ganz besaugt? Ich hab die PlayStation. Haben den Rekord angeschlossen und dann gegen von irgendwelchen Games. Ja, Polizei steht da. Aber die Mucke passt perfekt. Das habe ich perfekt hinbekommen mit der Mucke. Diese Action-Mucke. So, kurze Pause. Zack, und jetzt geht's weiter. Jetzt sind sie ja vollkommen unlogisch. Er rennt, schreibt die Kapitän, er rennt wieder durch einen Bus. Das ist mörderische Jagd. Er gibt keinen Sinn. So, weg. Ja, meine Freunde, ja. So, jetzt bin ich so in einer Hure, ey. So in einer Hure. Jupp. Seine, das ist doch die Tasche, die der vorhin... Die Frage. Genau. Ich bin doch so ein Idiot. Ich kann aber nicht. Da hat er noch. Und da liegt die Flasche mit dem Kirsch- oder Tomatensaft. Da ist sie. So. Das waren Verkleidungen, die wir uns für diesen Film mitgenommen haben. Aber leider kam keine dieser Verkleidungen, wie zum Beispiel Kappe oder Bandana-Tuch. Leider kam nichts zum Einsatz. So, hier habe ich schon wieder eine kleine Handfeuerwaffe. Ich schieße. Das Blut steht eindeutig von rechts, aber mein Kumpel steht links. So. Da. Erst geschossen, dann wollte es nicht spritzen und zack, und dann auf einmal, ne? Ja, da ist überlebt noch, gell? So, dann Kamera aufgestellt. Und jetzt
zum ultimativen Showdown. Der Film könnte auch heißen Der ultimative Showdown anstatt Die mörderische Jagd. So, jetzt gibt es den schlechtesten Fight in der Geschichte von Videokameras. Der schlechteste Fight der Geschichte des Internets. Ich habe meinen Schutz die ganze Zeit verlegt, damit ich das irgendwann nicht sieht, dass ich da am Lachen bin. So, und jetzt haben wir uns ein bisschen zu sehr übernommen. Jetzt schubse ich die gleich rein in das Ding da. Warm. So. Und warum geht das Teil? So, stopp, Spiel stopp. So, diese Kameraschiene, ist das legendär oder ist das einfach zu schlecht, um wahr zu sein, dass ich da gerade in diesem Wagen gestürzt bin? Ja, vielleicht gerade mal bis zu dem Wagen ging, aber James Bond 007 lässt grüßen, Motherfickers. Ja, Mann, die Musik weiterlaufen lassen. Da müsste jetzt noch Abspann kommen, aber was soll man da bloß sagen? 1, Slick Leopold, Big Guy, Slick Leopold, Little Guy, Jake Randolph, Camera bei 2. Ne? Und das ist die Musik von Spiel Bond World, Stranger's Wrath. So, das war meine Reaktion 2021 zu der mörderischen Jagd von 2005. Meine Freunde, 16 Jahre später, ich bin heute 30 Jahre alt. Ja, genau. Und ich war 14. Das passt perfekt. So, das war mein Video. Ich grüße euch, ihr Spielers. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Reaction-Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Scheiß, was deine Mama sagt, du Bitch. Ich bin Baba und du nicht sogar mit blonden Haaren. Ey, dieser Herkules-Beat hört sich so Bombe an. Ich bin sofort gewarnt, komm in dein Dorf gefahren. Beschränken euch Heroiden, die dich ermorden dann. Ey, ich komme in die Disco und stoße dein Bier um. Hörst dich an wie eine erfolglose Kastrierung. Ich zeige dir, wie man die Scheiße richtig macht. Wie man Mütter fickt und zwar gewissenhaft. Welcher Pisser was? Wer will was von mir? Ey, ich putze meinen Arsch ab mit Bildern von dir. Dein Passfoto kriegt ein Dirty Sanchez. Und du hältst um, weil mich jetzt ein Girlie ranlässt. Wenn ich ankomme, ist sie schon nass wie Hund. Und dann wird sie in Mund, Fosse und Arsch gebumst.